Ja, wunderbar. Hey, das war toll, ja, dieses amerikanische danke. System. Toll, dass du mich gefragt hast. Dankeschön. Wenn du mal wieder Hilfe brauchst, sag Bescheid. Super, das war echt genial. Danke. Nein, ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Ja, also. Das wird den Leuten sehr, sehr helfen, ihre Zeit besser zu kontrollieren. Hi und willkommen zu Janos Elternhacks. Heute möchte ich euch etwas über Zeitmanagement erklären. Wer kennt das nicht? Kaum ist das Kind da, hat man keine Zeit mehr. Turnunterricht, Schwimmunterricht, Kunst, Musik etc. Man ist nur noch als Taxiunternehmen unterwegs. Ich habe eine Person, die euch genau da die besten Tipps geben kann. Sie ist eine Powerfrau und eine super Unternehmerin. Hier ist sie, Nike. Hi. Hallo. Du hast zugehört. Danke für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und einige meiner besten Tipps präsentieren zu dürfen. Was ganz wichtig für mich war einfach das Thema Struktur. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin Managerin und ich bin Alleinerziehende. Und ich kann euch nur raten, delegieren, abgeben, 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 weißt du? Okay. Kennst du selber. Das, was du nicht schaffst, gib es ab. Und seitdem ich Olga habe. Okay. Und Olga ist wirklich Putzfrau, Hausfrau, sie kocht. Verstehe. Ja, ja. Okay, was hast du uns da mitgebracht? Also, wunderbar. Ja, ich bringe euch heute etwas mit und zwar ist das mein Plan. Und zwar, ich zeige euch den einfach mal. Das ist hier, sieht man, Homework. Sowas wie Putzen, Kochen, Backen, alles, was Spaß macht. Ah, okay. Ja, Olga, also das ist das Zeitmanagement. Du hast eine Putzfrau und lässt sie von 4 bis 5 in dem Gehen die Wohnung putzen, ja? Sie liebt das. Und das entspannt mich. Was machst du denn dann? Olga ist mit ihr unterwegs. Warum heißt das Playtime, Englisch? Playtime orientiert sich nach dem amerikanischen System. Aber welches System? Der Sklavenhaltungssystem? Olga bringt die Kleine ins Bett und du kannst dann baden, oder was? Du stellst mich hier gerade so hin, als wenn Olga alles tun wird und das ist nicht so, ne? Okay. Olga ist freiwillig da, Olga wird sehr gut bezahlt. Olga ist zwar 24/7 weisungsgebunden, aber sie ist voll integriert in die Familie. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja, ich habe die Abstellkammer extra ausgebaut und Luftschacht, einen Lichtschacht da einbauen lassen. Okay, Olga, weißt du, es ist zwar nicht so viel Breite da, aber du hast eine unglaubliche Höhe. Wenn, wenn sie Licht hat, dann fühlt sich Olga auch wohl. Ja, da ist schon wieder dieser kritische Deutschfaktor. Gibt dir Olga ein bisschen Luft zum Atmen? Muss ich auch noch mal sagen, muss ich Frauen nicht immer klein reden lassen. Seid auch beim nächsten Elternhack dabei. Vielen Dank, Nike. Das sind Männer. So eine Scheiße habe ich noch lange nicht gehört. So einen Scheißdreck halt. So ein Dreckmess. Sklavenhaltung. Also, so ein Scheiß. Und wie hat es euch gefallen? Ich würde mich selber Kommentare freuen. Lasst ein Abo da oder schaut euch andere Videos an. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es heißt, Janos präsentiert Elternhacks.